Почему они заблочили, типа, и... Салам алейкум. Алло! Алло. Салам алейкум! Эй. Алейкум Das ассалам. ist... Wer ist da? Das ist Max... Mali... Was? So, das ist Max Stein! ECB! Max Stein. Max Stein... Ja, ECB! Sie haben sich bei uns angemeldet, Klasse, um Max Geld zu Steinigung, verdienen. das ist ein passender Name. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Super! Ja, alles gut! Freut mich ganz besonders. Wie kann ich dir heute So, weiterhelfen? Möchtest du eines kostenloses Koran bestellen, ja? weiß ich nicht. Ich brauche nicht, ich habe noch. Ach so, Ja? weswegen hast du denn dann So, angerufen? Weil wir haben ja heute, wie wir haben, heißen Sie? heute ist ja Mittwoch, wir haben am Freitag haben wieder den Einsteigerkurs für Steinigen. Vielleicht möchtest du dich da anmelden? So, nee, Sie haben sich bei uns angemeldet, bei unserer Plattform, Ach ja? Sie so, wollten bei uns wer ist Geld denn da? verdienen. Dann habe ich falsch verstanden. Entschuldigung, mit wem spreche ich denn bitte? So, sind Sie Hans Maul Wurf, ja? Nein, nein. Wie heißen Sie? Ich bin Das ist Ihre Wladimir. E-Mail-Adresse. Sind Sie Wladimir? Ja. Vielleicht Putin? Putinov? Ja, genau der. So, ich sehe das, Sie haben bei uns angemeldet. Klasse. Das ist So, der Bitcoin-Mann, haben wa? Sie. Ja, aber Ja, Sie können klasse. mit digitalische Euro, ja? Digitalische Euro? Ist das sowas wie Ja. orientalische Euro? Nee, digitalisch, nicht orientalisch. Ach so, schade. Schade, ja, ich Ja, weiß. erzähl mir. Digitalisch ist besser, ja. So, können Sie mir erzählen, haben Sie schon welche Erfahrung oder haben Sie schon mal investiert? Nein, habe ich noch nicht. Nein. Nein. So, Ist immer irgendwann, ist immer E-Mail. erst einmal, ne? Habe ich recht? Vielleicht. Wie vielleicht? E-Mail-Adresse noch aktuell, Hans Maul Wurf 1945 at gmail.com, ja? Na klar. Hast mich gefragt, du hast mein, Super. ja, alles gut. Super. Dann ich schreibe gleich E-Mail, Sie können anschauen. Anschauen, du kannst mir Ich auch schicke Ihnen. lesen, weil ich habe Augenentzündung, ich kann nicht so gut lesen gerade. Warum können Sie nicht lesen? Ich Was habe ist los? Augenentzündung, Bindehautentzündung, kennst du nicht? Sie brauchen nichts lesen, Sie müssen einfach klicken dort. Ja, aber ich kann nicht gut gucken gerade, verstehst du nicht? Warum, was ist passiert? Ich habe Bindehautentzündung, habe ich doch gesagt, ich fühle mich wie so ein Zombie damit. Und wie haben Sie sich bei uns registriert? Ha? Mit Freisprecheinrichtung. Ich sage, okay, Google, melde dich da an. Und dann hat er das gemacht. Kennst du nicht neueste Technologie? Technologie, okay. Ich verstehe, aber ich kann. Man braucht die Augen, ja? Ja, klar. Man kann nicht blind durch So. die Welt gehen, sonst wäre man ein Maulwurf. Aber darum habe ich den Namen ja gewählt. Aber das hat ja auch in So. 7 Jahren von euch keiner geschnallt. So. Gehörst du Ich zur schreibe. Familie der Krabben oder bist du eher ein Krustentier? Was Habibi, meinen Sie? Ja. ich hab dich gefragt, ob du ein Krustentier bist. Hallo, was los? Hast du schlechte Ja, ja, ja. Telefonverbindung? So, vielleicht schläfe bin. Ich habe schon E-Mail geschrieben. Können Sie anschauen? Ich hab doch gerade gesagt, mit Gucken ist schlecht wegen meinen Augen. Ja, du brichst mir das So, Herz. vielleicht haben Sie die Brille oder was? Ich habe. Ja, was bringt mir eine Brille, wenn ich Bindehautentzündung habe? Zuckerblatt. Was haben Sie gesagt? Ich sage Bindehautentzündung. Tut weh, kaputt. Kaputt. Nein, Brauch, nicht okay, kaputt, brauchen Sie aber Geld tut oder weh. brauchen Sie nicht? Natürlich brauche ich Geld. Wahrscheinlich brauche ich So, dann wirklich ist. eine Brille, wenn ich da fertig bin. So eine Brille kostet ja auch so 20, 30 Euro. Dann muss ich ein bisschen Geld haben, verstehst du, Habibi? So, 20, 30 Euro können Sie am Tag verdienen bei uns. Oh, so viel, das ist doch Oder viel klasse. mehr. Du bist ein guter Mensch. Super. Überall sind gute Ich Menschen. weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich glaube Sie auch, ja? Bin Ja, mir ich fast versuche, sicher. meine Beste zu geben.
So, können Sie jetzt E-Mail-Box anschauen? Schauen ist immer noch nicht besser geworden in den letzten 7 Sekunden. Aber euch ist Sprach-zu-Hirn-Übersetzung ist bei euch allen hier nicht so ausgeprägt, ne? Aber ich probiere das mal. Ich werde versuchen. Ich werde auf das Probieren Sie, ja, versuchen Sie Weil bitte. du es bist. Ich gucke. Ja, Also ich warte, alles ich gut. sitze jetzt seit 7 Tagen im Dunkeln, weil mir das Licht in den Augen Sieben wehtut. Tage. Verstehst du? Ah, es tut so weh. Es tut so weh. So, tut was ist los? Und meine Augen blöd. Oh, nee. Sind Sie ganz blöd? Nein, ich bin nicht blind, ich habe eine Bindehautentzündung zum 37. Mal. Kennst du nicht? Ich weiß leider Ja, ich nicht, habe was das Wort auf verstanden. Idiotisch bedeutet. Es ist Bindehautentzündung. Ich habe verstanden, was ist passiert. Ja, was denn? So, Erzähl mal, was ist passiert? vielleicht jemand kann helfen, oder? Ich würde ja gern zum Wladimir. Doktor gehen, aber den Weg dahin finde ich ja auch nicht. Was ist mit Navigator? Was, Navigator? Wir Ja. sind hier nicht auf einem Brauchen Schiff, Sie? verdammt. Ja, vielleicht brauchen Sie einen Navigator oder was noch Navigator, also ich ruf was mal bei der brauchen Sie Marine da? an, ob die mir Kunst? Navigator ausleihen. In welchem Universum lebst du und wie viel Steuern muss man da bezahlen? Nein, Sie können einfach bei Google das machen, ja? Bei Google kann ich meine Steuern bezahlen, aber Google drückt sich doch selber vor, den Steuern zu bezahlen. Nee, Doch, doch, doch. vielleicht haben Sie das nicht richtig verstanden, ja? Wie meinst du? Bei Google können Sie kostenlos das machen. Was, Steuerhinterziehung? Ohne Steuer. Oder was meinst du? Ja. Du bist ein guter Mensch. Überall sind gute Ja, ich Menschen. weiß das. Ich. Ja, Sie auch. Ja, Danke. Friede sei mit dir. So, vielleicht jemand kann helfen. Wer denn? E-Mail-Box helfen. E-Mail-Box anschauen einfach. Ach so, ja, warte, ich hol mal meinen Bruder. Ja, super. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Hallo, Salam alaikum. Oh, Malaikum Salam. Hallo, mein Bruder, wer bist du? So, das ist Mark Stein. Wie heißen Sie? Rakesh. Wie, wie, wie? Rakesh. Rakesh, super. Ja. Was willst du? So, Das kann ich gucken, der wie ein Maulwurf. Und der hat auch eine Woche den Zimmer nicht gelüftet machen. Der ist nicht sehr freundlich. So, Verstehst du? ich glaube, Sie auch. Ja. Können Sie bitte E-Mail-Box jetzt anschauen? Mein E-Mail, Ich will okay. einfach. Ja, E-Mail von Wladimir. Ihre Kollege, ja. Der Kollege, right. Vielleicht. Und was machst du? Ich bin ein Kontoberater. Was bedeuten? Was nochmal? Nochmal? Ich arbeite in EZB. In eBay? Europäische Zentral. Nein. Europäische Zentralbank. Ja, ist richtig. Super. Ey, So, haben Sie denkst du schon. wirklich, irgendjemand glaubt dir, dass du bei der EZB arbeitest? Ja, wirklich. Man kann alles anschauen. Ach, als ob die Ich EZB kann alles zeigen. solche Eulen da sitzen hätte. Was hast du für Schulabschluss? Fangen wir doch damit mal an. Baumschule Was oder meinen Sie? Straßenabitur? Du besitzt du nicht bei der EZB, erzähl mir doch keinen Scheißdreck. So, können Sie einfach alles anschauen und danach können Sie Entscheidung Warum sagen. lügst du? Bratan, sag mir. Was ist los? Du kannst mir doch Was nicht, du einfach kannst los? mich doch hier nicht anrufen mit einer ausländischen Telefonnummer und mir erzählen, dass du von der EZB anrufst. Das ist englische Telefonie. Ja, aber die Englische Nummer. EZB, was hat England nach dem Austritt aus der Europäischen Union bitte mit der Europäischen Zentralbank Das zu ist tun? Hauptsitz von EZB.
Dein Hauptsitz sollte in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis sein. Meine Güte, gibt es wirklich Leute, die das glauben? Ich rufe von der EZB an. Also komm wirklich. Das glaubt dir doch keiner. Hey. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hi, was geht? Wer bist Ja, du? wie geht's Ihnen? Ja, ich bin ein Kontoberater auch. Sie haben mit meiner Kollegin gesprochen Ja, und ich ist habe der. nicht verstanden, was Ihnen nicht gefällt. Ja, Sie sind EZB, ja? Ja, wir arbeiten in der Europäischen Zentralbank und ich verstehe Ihr Quark. Problem nicht. Es ist Und doch was nicht wahr. verstehen Sie Das nicht? Also. glaubt doch kein Mensch, glaubt doch, dass ihr Witzfiguren von der EZB anruft. Das kannst du mir doch nicht Glauben erzählen. Sie. Ja, glauben Sie, dass bei EZB keine Ausländer arbeiten Das dürfen geht oder nicht um was? Ausländer, es geht darum, was für Figuren da sitzen. Ich bin doch selber Russe, blöd. Aber der hat noch nichts angeboten und nichts erzählt, nichts gezeigt. Sie Ja, wissen nicht, das wie reicht der doch, dass er arbeitet. behauptet, er ist von der EZB. Die EZB macht doch keine Kaltakquise am Telefon und versucht Leuten was zu verkaufen. Die EZB ist ein Ja, man Verwaltungs- und versucht. Steuerungsorgan der Europäischen Wir Union und der rufen Geldwirtschaft. nicht Leute alles etwas zu verkaufen. Die Leute registrieren bei uns selber und lassen ihre Daten selber. Ja, ich habe mich aber Sie nicht bei haben das der selber EZB gemacht. registriert und du behauptest, du rufst von Ja, der doch. EZB an. Schick mir mal deine Handelsregisternummer und deine BaFin-Nummer. Was soll ich noch ma machen? Bild von deinen Hintern kannst du mir noch schicken. Das ist wahrscheinlich das einzig Ehrliche, was du an dir hast. Okay, dann sind Sie nass, oder? Wer ist nass? Sind Sie dann nass, wenn ich ein Bild von meinen Hinten schicke? Ja, klar. Ich fange dann an Also zu Sie, weinen vor Lachen. okay. So sehr, dass man Okay, ein sind Sie Boot jetzt drin zu fahren zweit? lassen kann. Weil dein Kollege Sa wollte seid vorhin ihr... irgendeinen Navigator haben. Dann weine ich so viel vor Freude, dass wir hier ein Schiff fahren lassen können. Warum interessieren Sie sich um mein Hinter? Also seid Sie jetzt zu zweit jetzt mit Ihrem Bruder und Ja, mein Bruder ist auch fällt noch hier. einer, oder? Ne, wir haben Okay, und was hier macht ihr zusammen da? arbeiten. Arbeiten? Wie arbeiten? Oh, wir machen so Videobearbeitung. Oh, das ist geil. Das Ja, ist das gut. ist richtig krass. Das Ihr braucht ist doch von der schwierig, oder? EZB. Ja, das ist nicht einfach, weil so schneiden, rendern, hochladen, das ist eine hochkonzentrierte Arbeit, verstehst du? Das ist echt. Weißt du, wir haben ja auch Kleingewerbe und wir sind Ja. selbstständige Schichtarbeiter, verstehst du das? Ich verstehe, ja. Krass. Aber Und wie ist also, das? Braucht ihr ich bei habe der angerufen, nicht EZB einfach vielleicht? so. Braucht ihr bei der Also EZB schauen Sie. vielleicht ein neues Intro oder ein Trailer? Wir können ein Video für euch machen. Können Sie gerne machen, ja? Ja, Das wird klar. schon, das wird schon gut für uns, weil dann Klar. sind wir bekannt und unsere Firma Ah, findet neue Kunden. jetzt ist die EZB plötzlich eine Firma und muss was für ihren Bekanntheitsgrad tun. Ich dachte, die EZB ist eine der weltweit bekanntesten Strukturorganisationen. Aber okay, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Okay, und also Sie haben Interesse gezeigt und was ist jetzt passiert? Warum reagieren Sie so? Wegen meiner Kollegin oder? Nein, weil ihr behauptet, dass ihr von der EZB seid. Schick mir mal deinen Dienstausweis. Wie ist dein Dienstnummer? Wer ist dein Vorgesetzter? Sag mir. Ja, ich kann Ihnen alles schicken, wenn wir weiter kommunizieren. Wenn Ja, Sie dann klar. sagen, Dann ja, mach mal. schick Dabei, mir da ein war. Bild von Ihren Hinten. Wenn Los. Sie sagen, ja, schick mir ein Bild von. Also, wir sind ein Software von EZB. Wir sind ein Software von EZB. Also wir arbeiten mit EZB, unsere Banken, mit welchen wir arbeiten, sind von FCA reguliert. Das können Sie alles anschauen, ich zeige es Ihnen. Aber wenn Sie dann in Ruhe kommunizieren, also Ich bin sonst total geht es ruhig, du. nicht. Ich habe die beste Stunde des Tages habe ich gerade. Ist alles in Ordnung, Bratan. Okay, danke. Also bei mir ist auch alles in Ordnung, danke. Das freut mich ganz besonders. Also brauchen Sie unsere Hilfe Nee, ich oder möchte Geld verdienen. Kannst du mir da helfen oder was? Ja, also unser Interesse ist das Geld verdienen. Also wir kriegen 1% von Ihrer Gewinne eigentlich, wenn Sie das Ah. wissen. Ja, das ist Also doch beim gut. Kann Finanzmarkt ich geht das so. denn bei EZB auch ein Konto eröffnen? Ja, können Sie schon. Also Sie haben schon registriert, Sie haben schon ein Handelskonto bei uns. Ja, weil die haben mir jetzt wieder die nächste Pfändung reingemädelt. Ich brauche Pfändungsschutzkonto. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Und ja, ich kann Ihnen das alles zeigen. Sie haben schon ein Handelskonto. Das ist, nee, bei Und EZB meine ich. Ich will ja auch mit, da kann man ja dann auch so Spiele bestimmen, so Solitär und so mit den ganzen, mit Merkel und Juncker und so, wie die alle heißen. Da kann man doch bestimmt so ja, schauen Sie. Freundschaftsanfrage Also, schicken dann. Sie haben sich um digitale Euro interessiert. Und Digitaler digitale Euro Euro gibt kann es man doch nur gar beim nicht. Finanz. Ja, woher wissen Sie das?
Was ist denn ein digitaler Euro? Das höre ich zum ersten Mal. Ich kenne Bitcoin, aber das kann ja digitaler Euro oder was? Ist fast gleiche wie Bitcoin, aber also das Wert ist weniger jetzt. Also das kostet jetzt weniger. Ach Also eins so. zu eins gerade. Aber also wenn die Leute das, also mehr Informationen kriegen, dass so eine digitale Euro gibt, dann kaufen die solche Coins und dann wächst es nach oben und die Preisunterschied ist unser Gewinn. Also haben Sie Erfahrung? Wie viel kostet denn ein digitaler Euro von der Europäischen Zentralbank, die Sie vertreten, Peter? Als 1, und weiter weiß ich nicht so genau. Ah, der Mann Also von der 1, EZB weiß nicht, was das Produkt kostet, das er anbietet. Das weckt natürlich ja, sehr viel Vertrauen beim Endkunden. wissen Sie, dass ich kein Finanzberater bin. Ich bin nur ein Kontoberater. Ich zeige nur, wie man Ihr Handelskonto ausschaut und ich zeige, wie man das nutzen kann. Mehr nichts. Ja, aber Also du musst die Leute doch weitere beraten Aufgaben. können. Ich kaufe doch nichts, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ich gehe doch auch nicht ein Auto kaufen und der Typ sitzt nur an der Kasse. Der muss mich auch beraten können, oder was? Ja, ich habe gesagt, das digitale Euro Servicewüste Europa. ist gleich wie Bitcoin. Ja, außer dass du nicht weißt, wie viel es wert ist. Was bringt mir das dann? Da kann ich auch einen Ich habe Sack gesagt, eins Katzenhaare zu kaufen und eins. mir einen Mantel draus Ich habe nähen lassen. früher gesagt, eins zu eins. Also fast eins zu eins. 1,0 und so weiter, habe ich gesagt. So, das ist jetzt nicht so hoch. Bist du aus Baden-Württemberg? Du hast so badischen Akzent. Ich bin aus Polen. Aus Polen. Ja. Cooles Land. Dankeschön. Und Sie sind nicht aus Deutschland, oder? Nein, Novosibirsk, Rassistische Föderation. Also, Novosibirsk ist in Russland. Ja, richtig. Okay. Und wie ist jetzt in Russland? Also, Wo ist cool? Krieg? Putin hat alles im Griff. Okay, gibt es jetzt einen Krieg gegen Ukraine? Na, heute nicht mehr. Ist doch bald Weihnachten. Okay. Und da hätte die Ist orthodoxe gut. Kirche sicher ein Problem damit. Und wir wollen mit der Ukraine ja auch gar keinen Krieg. Die sollen sich einfach ergeben. Dann passiert auch nichts. Verstehst du? Ich verstehe, okay. Ja, niemand Weißt braucht den Krieg du, jetzt, nein, ja. Krieg ist nicht gut. Ich meine, wir kriegen das ja auch ohne Krieg hin. Das sieht man bei euch an der Grenze ja gerade ganz gut. Mit Bei uns Belarus. als. So, ja, okay. Also ihr solltet euch vielleicht auch Also. einfach Putin ergeben. Wo ist das Problem? Polen hat schon mal zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gehört. Warum wollt ihr nicht in die Russische Föderation zurückkommen? Ja, weil uns in Polen gefällt. Ja, aber ihr könnt doch in Polen bleiben, du musst du da nicht umziehen. Aber man kann da besser verdienen, wenn man eine Kenntnisse und so, wenn man gut mit dem Kopf arbeiten kann, gell? Ja, aber in Russland doch auch. Guck mal, wir sind die In Einzigen, Russland die glaubt. heute zuversichtlich Raketen in den Himmel schießen können. Amerikanski kriegen das ja nicht mehr hin. Und Putin ist viel geiler als du da. Als ich. Nein, als du da. Euer Präsident. Ah. Also, okay. Wie heißt der mit Vornamen, der du da? Der Duda. Ja, wie heißt der mit Vornamen? Peter. Peter Duda? Ja. Siehst du, ist komischer Name. Auf Russisch würden wir Piotr sagen, nicht Peter. Aber ist egal. Piotr, Piotr. ja. Also, ja, dann. Also gehen wir zurück zum Finanzmarkt. Klar, weißt du, in Russland haben wir starke Finanzmarkt. Weißt du, der russische Rubel ist fast gleich auf mit dem indischen Rupie. Verstehst du? Nein, ich glaube, das in England ist schon besser und also mehr wert in England wie in Warum? Russland. Ja, weil das, also England ist Ja, sozusagen, also guck unser mal, ihr habt Hauptsitz, in Hauptsitz. England, ihr habt kein Benzin mehr und die Supermarktregale sind leer. In Russland kriegst du, wenn du in Sibirien wohnst, von Putin Land und ein Auto geschenkt. Was willst du in Großbritannien, Bruder? Sag mir. Wer kriegt ein Auto geschenkt? Also sind Sportsmen, oder? Also die Hockeyspieler, Nein, weißt du, wenn die was gewinnen. wenn du in Sibirien die Tundra ein Haus Ach baust, so. Putin gibt dir Ah, okay. Land, Putin gibt dir Auto und da kannst du da bauen und ein Haus haben. Aber in Sibirien ist schon kalt, oder? Ja, deswegen kriegst du das Haus ja geschenkt. Was meinst du, was da für Heizkosten sind? Da musst du Kredit aufnehmen für. Ja, aber wir reden jetzt über Finanzmarkt. Ich sag jetzt Ja, über aber die ich muss ja Geld Finanzen. verdienen, damit ich die Heizkosten für mein Haus in Novosibirsk bezahlen kann. Verstehst du das? Also, so wie ich zum Beispiel In der, gesehen habe, dass in ja. Russland es nicht so gut alles Bah. geht, glaube ich. Das ist doch, ist gut, weißt du, wir haben ja da auch viele Polarbären, da brauchen wir auch Harpunen, blöd.
So ein Okay. gasgetriebener Harpune kostet auch viel Geld. Da muss ja dann so eine Befestigung um ein Haus bauen. Also schauen Sie, Ich hab übrigens hier noch hier so ein Fragebogen für neue Einwohner von Nowosibirsk. Hier ist so ein Wissenstest. Hier wird gefragt, warum fressen Eisbären keine Pinguine? Kannst du mir das sagen? Na, über das kann ich jetzt nicht Das wundert mich jetzt sagen. auch nicht. Ja. Also Wie schauen lange Sie, arbeitest du da schon, sag mir? also seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Und wie viele Leute Ja. haben dir in der Zeit geglaubt, dass du von der EZB anrufst? Fast jeder. Sind die Leute wirklich so blöde oder hast du das jetzt gerade nur als Schutzbehauptung aufgestellt, Kurwa? Also ich habe schon mal getroffen solche Kunden, die so reagieren wie Sie. Aber wenn die eine Probezeit zum Beispiel haben, dann in 2 Wochen Probezeit. sagen die schon, dann sagen die, ja, Probezeit haben, das beim Finanzmarkt ist, gibt es immer eine Probezeit. Nein, es gibt wenn wir in Deutschland Geschäfte machen, gibt es nach dem Fernabsatzgesetz, gibt es ein 14-tägiges Widerrufsrecht bei Fernverträgen übers Telefon. Aber hey, scheiße, du kannst doch bei der EZB nichts kaufen. Die EZB ist eine Verwaltungseinheit. Du merkst du nicht, dass das der ganze Quatsch, den du erzählst, überhaupt keinen Sinn hat? Für jeden, der ein bisschen mehr Gehirn als ein Schildkröte hat? Nichts gegen Schildkröten, sind sehr ehrenwerte Tiere. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sie brauchen das Geld, Verstehst du aber Sie überhaupt wollen das nicht? nicht verdienen. Ich will es nicht Wollen Sie, dass verlieren, das ne? Geld Ich will so auch von abzocken dem können. Himmel ach, runterfällt? Oder Ne, wenn ich wollen Sie euch das einfach Geld im gebe, Bett? fällt das in die Hölle runter. Ihr gebt doch keine Woher wissen Chippen. Sie das? Du rufst an und behauptest, du bist von der EZB. Du könntest genauso gut anrufen und sagst, hallo, ich rufe vom Dalai Lama an. Wir brauchen Spenden für einen neuen Tempel. Das wäre glaubwürdiger und da würde ich vielleicht eher noch was geben. Aber sind Sie Wladimir? Oder? Natürlich bin ich Wladimir. Wladimir Wladimirovich Putin. Ich rufe aus EZB, aber Sie haben bei EZB registriert. Stimmt, oder? Nein, ich habe Ist nicht logisch. bei der EZB kannst du dich nicht registrieren. Die EZB ist ein Doch. europäisches Institut und keine gewinnorientierte Firma, blöd. Doch, doch, doch. Nein. Sie haben eine Werbung gesehen und um diese Die digitale Euro EZB das macht keine gelesen. Werbung. Doch. Nein. Gib mal deine Telefonnummer Ja. bei Google ein. Schreib mal deine Telefonnummer bei Google. Sei mal so gut. Ja, wenn wir weiter kommunizieren, dann kann ich Ihnen meine persönliche Nummer geben und per WhatsApp mit Ihnen Ja, kommunizieren, die weil das EZB schon komisch ist. kommuniziert Ja? bestimmt per WhatsApp, während es Regierungsorganen und Verwaltungsorganen in der Europäischen Union aus Datenschutzgründen verboten ist, über WhatsApp zu kommunizieren, macht es natürlich das höchste europäische Finanzinstitut. Klasse. Verstehen Sie, dass ich nicht aus der Bank anrufe? Na, Ich rufe Sie aus unserer Software, mit welcher wir schon 5 Jahren arbeiten. Ach, du bist doch ein Also Roboter, wenn du aus der insgesamt. Software anrufst? Meine Güte, wo Wie finden bitte? die immer solche Krabben wie euch? Ich habe deinen Kollegen Ja, vorhin schon Sie gefragt, ob sind ein eine Krü Krabbe. Ich habe deinen Kollegen vorhin schon mal gefragt, ob ein Krustentier ist. Aber dir ist, glaube ich, was anderes verkrustet. Meine Güte. Schickst du mir ein Bild Meine von dir? Güte, ihr seid so klug, gell? Ich Wenn bin so man glücklich. einfach redet. Ja, glücklich, ja, aber so, alle sagen so viele Wörter, gell? Ja Und klar. dass wir alle lügen, Natürlich ich lügst überweise du. nichts. Aber trotzdem registrieren Sie alle Ja auf unsere klar. Werbung. Natürlich, Und weil ihr ich habt will nicht das. einfach so angerufen. Ihr habt Ja. Ihre Daten nicht einfach Ja, ich habe irgendwo mich da ja gefunden. angemeldet, damit du mich anrufst. Ich will ja, dass ihr Das. mich anruft, damit ich Videos machen kann. Verstehst du das? Ja, vielleicht war das Ihr Freund. Nein, ich habe das gemacht. Ich will ja Videos machen, wenn ihr mich anruft. Verstehst du nicht? Du kommst auf Und YouTube. wer hat das gemacht? Ja, ich. Okay. Ich will ja, dass ihr Witzfiguren mich anruft, damit ich Videos für Okay. YouTube machen kann. Verstehst du das? Ja, dann bin ich bekannt dann, oder? Ja, du bist total bekannt. Deutschlands dümmster Telefonbetrüger 2021 gibt sich als Mitarbeiter der EZB aus. Klasse. Kannst du Gut, und wie morgens viele in den Likes haben Spiegel Sie? gucken? Bist du stolz, wenn du in den Schaut Spiegel guckst morgens? das jemand an, also Ihre Videos, oder ist es so langweilig wie Sie reden zum Beispiel? Naja, du würdest den Inhalt der Videos wahrscheinlich gar nicht verstehen. Von daher würde ich dir das jetzt, ich würde dir so einen Kanal für Kinderlieder würde ich dir empfehlen. Okay, ja, ich sehe sowieso die Kanäle für Kinder. Ja, siehst du? Hast du Kinder? Wie? Na, noch nicht. Ich bin noch jung. Ja, gut, dann lass das auch mal dabei. Was wollen die, wenn der Vater irgendwann im Gefängnis sitzt, als Hochkrimineller?
Ist ja nicht gut, wenn die Kinder dann alleine aufwachsen. Dann lass das lieber sein, oder? Kauf dir eine Zimmerpflanze. Die glaubt dir Ja, dann ihr macht vielleicht auch, dass nichts. du von der EZB anrufst. Ja, ihr macht nichts, was mit der Schwarz verbunden ist, gell? Also, Also aber ist mal nicht alles egal. rassistisch werden hier, ja? Ja, ja, ich hab's nicht so gemeint. Ja, aber gesagt. Aber Meine ja, Güte. sie haben schon verstanden, was sie gemeint haben, Ich oder? hab das schon gemeint. Schon verstanden. Guck mal, das steckt schon Ja, an, ja. ne? Was wollen wir denn jetzt miteinander machen? Sollen wir ein Interview machen? Ihr wollt einfach unsere Plattform zeigen und danach könnten Sie selber entscheiden, Ja klar, aber zeig mal wenn her. Sie. Ich mach mal kurz Okay. meine VM an, dann gucken wir mal zusammen auf deine Seite. Ich muss nur gerade die Super. anderen Kaschba wegklicken, die hier immer anrufen. Also Ein Link habe ich jetzt geschickt, hier rufen so also Hans. 700 Leute am Tag an, verstehst du? Dann muss ich, hast du Glück gehabt, dass du durchgekommen bist? Du hast jetzt das Sonderrecht, darauf hochgenommen zu werden. Auf welche E-Mail-Adresse Ja. hast du denn geschickt? Ich habe so viele Ma E-Mail-Adressen. Maulwurf 19 Maulwurf 19? 19 45@gmail.com. 1945, ja, okay. Muss ich gerade noch Es mal ist ein Link ändern. von unserer Software und heißt Mars Invest. Mars Und Invest, da auch nicht mehr arbeite ich, gell? EZB. Ja, habe ich Ihnen gesagt, das ist eine Software und ich arbeite da. Und wir arbeiten mit der EZB. Das stimmt doch auch nicht. Was Ja, würde die das EZB können mit Sie. Telefonbetrügern arbeiten? Ich bitte dich. Ja, man Mark kann bei Stein. EZB. Markstein, genau. Da steht, mein Name ist Mark Stein, Europäische Zentralbank. Hast du da Ja, reingeschrieben? das ist. Das ist doch Na, das ist. blöd. Mein Kollege geschrieben. Also, der hat früher mit Ihnen ge Ja, gesprochen, aber gell? trotzdem, Und. ihr gebt euch als Zentralbank aus. Das ist ein schönes Titelbild. Weißt du, also der Idiot, der macht ja vor dem Punkt im Satz, macht er ein Leerzeichen. Sie haben bei uns Ja. angemeldet. Ich habe gerade Ihnen angerufen, aber leider keine Antwort erreichen. Sind das die Affen, die zu blöd waren fürs Weltraumprogramm, die bei euch vor den Computer gesetzt werden, oder wo kriegt ihr solche Leute her? Und die Europäische Zentralbank beendet ihre E-Mails dann auch mit MFG. Wie die Nachüblät. Wo findet ihr solche Leute? Ehrlich, sag mir. Ja, auf die Straßen. Ja, das glaube ich dir. Gehst du irgendwie in Warschau in irgendwelche Puff und in irgendwelche Clubs rein? Und wenn die Leute richtig Ja. besoffen sind, dann müssen die Arbeitsvertrag unterschreiben. So läuft das doch, oder? Anders kann ich mir das bei euch Ja, nicht ma erklären. aber man, wir sind keine Brokers, also man darf schon da arbeiten. Man muss einfach zeigen, wie dieses Konto funktioniert. Es ist nicht so viel zu tun, oder? Ja, aber Man meine Güte, braucht da nicht. du musst doch Leute nehmen, die allein in der Lage sind zu atmen. Solche Trottel wie dieser Typ, die musst du doch irgendwie so an sein Atemgerät auf dem Rücken haben oder irgendwas, damit die von selber nicht ersticken an ihrer Blödheit. Ja, aber was hat Ihnen genau nicht gefällt? Also Dass ihr seine euch als Sprache scheiß oder? EZB ausgebt, ihr Versager. Ihr gebt euch als Ja, ihr habt Europäische bei der Zentralbank EZB, aus. ja, Europäische Zentralbank, Sie haben bei der Seite Bist du da aber Ihre nicht. Daten gelassen. Nein, als würde die Europäische Zentralbank irgendwelche Registrierungen annehmen oder die Möglichkeit geben, dass irgendwelche Fischköpfe da die Daten einkaufen. Erzähl mir doch, wir sind doch hier nicht in Nordkorea, Mann. Was erzählst du Ja, mir denn aber für wie. Geschichten hier? Das ist ja abenteuerlich. Das erinnert mich ja an Mimons Baraka's Aufenthalt in der forensischen Psychiatrie hier. Und was wollten Sie genau machen? Also Sie haben über digitale Videos. Euro Ich doch gesagt jetzt schon geschaut, also dreimal. ja. Ja. Und wie glauben Sie, wie geht das mit digitale Euro? Also kann man das bei EZB kaufen Nein, oder braucht bestimmt man eine nicht. Software? Ja, Weder noch, das gibt's genau. gar nicht. Und wenn, dann ist es Abzocke von irgendwelchen Figuren. Sag mir mal, was ich jetzt mit dir machen soll. Weil so geht das ja nicht weiter. Ja, was Sie wollen, also ich kann da nichts sagen, Hast du was denn Sie machen müssen. irgendwie, hast du Das irgendwie können Sie eine, selber. ja, aber hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht oder sowas? Ja, Was hast du denn ich war in der gelernt? Hochschule. In der Ja, ich war Hochschule. in der In der Hochschule. Hochstaplerschule meinst du wohl? Ja. Ja? Und was hast du bestimmt Einser-Abschluss gemacht, oder? Ja. Krass. Hast du gut War gemacht. nicht so schwer, ja, einfach war. Dass Und ich bin nicht so Ausländer, schwer also ist. ist schon gut. Was ist gut? Ja, ich bin schon glücklich, also dass ich das Ja? geschafft habe, weil es nicht meine Muttersprache und ich habe es trotzdem geschafft.
Also, ich war in Innsbruck, in Österreich. In Österreich. Ja, das Oh, meine ich. wenn Das Kurz ist. das erfährt, meine Güte, der macht dich richtig fertig. Ja. Oder Wie meinst du macht nicht? er das? Oh, das wirst du dann schon merken. Also Ja, ich wenn muss wir mal unbedingt. zusammen Ich muss. persönlich treffen, dann könnte ich auch mal fertig machen. Willst du mich fertig machen? Komm, wir können uns gerne mal treffen auf ein Kämpfchen. Ja, können wir schon. Ja, wo bist du denn? Du bist doch auch nicht in London, Gerne. oder? Ist doch auch gelogen. In München, München. In München bist du. Warum Ich. sagst du dann, du rufst aus London an, du kleine Quasselstrippe? Ja, das habe ich nicht gesagt. Vielleicht können Sie nicht so gut hören. Ich habe Was gesagt, du. dass es eine englische Telefonie ist. Und wie ich fünfmal schon gesagt habe, dass unser Hauptsitz befindet sich in London. Und wir haben eine englische Telefonie und es kostet dann weniger. Ich habe Man deinen kann nicht. Kollege vorhin gefragt, von wo aus ihr anruft. Er sagt aus London. Aus England, also der hat gemeint, dass das englische Telefonie ist. Ach Leute, ihr macht mich wirklich traurig. Ja, ich verstehe nicht, warum Sie falsch verstanden haben. Da gibt's nichts falsch zu Vielleicht haben Sie auch. verstehen. Die Nummer ist eine riesige Verarsche von Anfang bis Ende. Also schauen Sie, man braucht Ihr Geld nicht. Also Na Sie doch. sind nicht interessiert über solche Kunden. Also wir haben schon genug Kunden und wenn Sie ein Interesse noch haben, dann können Sie schon machen und selber entscheiden. Ich werde jetzt nichts so sagen, dass Sie etwas machen müssen und 250 Euro brauche ich nicht. Und glauben Sie, dass eine internationale Firma auch die 250 braucht? Na, Ich die glaube Menge macht nein. das. Das ist ja der Trick dabei. Die Leute denken, das ist zwar Geld, aber nicht ganz so viel. Denken, das kann man mal riskieren. Und diese 250 sind genau die Menge, die die ganzen Abzocker immer ausloben. Wer auch immer in die Welt gesetzt hat, dass das eine gute Zahl ist, ich weiß es nicht. Ja, was glauben Sie, dass Sie jetzt investieren und danach keinen Kontakt mit mir haben, oder wie? Nö, das Geld ist einfach weg. Wie weg? Na, weg. Beim Chef in der Tasche. Okay, und dann rufen Sie mir zurück an und was sage ich dann? Auf deine falsche Nummer soll ich dich zurückrufen? Geht überhaupt nicht. Ich habe gesagt, dass ich WhatsApp habe. Ja, WhatsApp. Welche Firma macht Business über WhatsApp? Da kannst du doch nach Ja, der. Wenn du jetzt. Ach, Quatsch. jeder Wenn du Finanzmarktfirma. jetzt sagst, du bist in München, dann sind wir ja wieder in Deutschland. Dann gilt ja wieder die Datenschutzgrundverordnung. Du darfst als Firma keine kundenbezogenen, irgendwelche vertraglichen Angelegenheiten über WhatsApp machen. Wo haben Sie das gelesen? Also ich Das verstehe ist nicht, was Sie einfach so. Ich habe reden. selber Firma, Blät. Na, Sie haben keine Ahnung, was der Finanzmarkt ist und wie das Ja, aber funktioniert es gelten für eigentlich. alle Leute die gleichen Regeln. Wir sind doch hier nicht im Urwald. Gib mir mal deine Ja. Handelsregisternummer. Wenn ihr in München seid, dann hast du ihr deutsche Handelsregisternummer. Ja, ich kann das schon gerne machen, aber für was soll ich das machen? Zur Für das, dass Sie Legitimierung. Du anschauen und musst. danach sagen, dass Sie mein Bild von hinten schicken muss, wieder. Ja, schick mir mal deine Handelsregisternummer. Wenn du Firma in Deutschland bist, musst du ja Handelsregisternummer haben, sonst ist das ja Kann ich das Steuerhinterziehung. per WhatsApp schicken? Kann ich das Nein, per nichts WhatsApp schicken? WhatsApp. Ich hab. Ja, Schick dann. mir per E-Mail. Wo ist das Problem? Ja, was soll ich noch schicken? Was ich dir gesagt habe, Für was? Handelsregisternummer Ich zum sehe, dass Nachweis, Sie dass kein du eine Interesse legitime haben, Firma dass Sie bist. kein Vertrauen haben. Ich sehe, dass Sie kein Vertrauen haben. Für was soll ich das machen? Damit Sie einfach anschauen und danach Tschüss sagen, oder was? Nö, damit du mir beweisen kannst, dass du kein Betrüger bist. Ja, Sie haben dann unsere Plattform mit angeschaut, unser Link, also Sie haben da Ihre E-Mail-Box, glaube ich, nicht geöffnet. Doch, die habe ich geöffnet. Ja, und den Link haben Sie bekommen. Ja, von deinem Kumpel, der auch schreibt, dass er von der EZB ist, die Flachflöte. Wo habt ihr den Ja, und ja, gefunden, dann den klick. Speziellen? Wo ist der her? Ja, der ist, keine Ahnung, Kriegt ihr woher? dir irgendeine Ja. Förderung, wenn ihr solche Lebensversager einstellt? Ist der auf Bewährung oder sowas? Ja, ich weiß nicht. Also, Sie reden jetzt mit mir. Ja, klar. Und. Wie war nochmal dein Name? Hab ich ganz vergessen. Also, ich hab's nicht gesagt. Elias Neuser heiße ich. Ah, sehr polnischer Name. Ja, ich wohne schon seit 10 Jahren in Deutschland. Ach so, und dann hast du deutsche Namen genommen. Okay, verstehe. Nein, also, mein Onkel ist in Deutschland geboren. Was ist da ein Problem? Nee, ist kein Problem. Ich wundere mich nur über Hey. euer komisches Geschäftsgebaren, aber. Ja, schauen Sie, Sie finden so viele Sachen, die Sie sagen, ja, ich glaube nicht, ich habe kein Vertrauen, dann finden Sie noch etwas über Ja, meinen klar. Namen, Aber guck mal. über meinen Kollegen.
Wenn du sagst, wegen Vertrauen, schickst du mir Handelsregisternummer, schickst du mir deine BaFin-Lizenz, ich gucke das nach und wenn das legitim ist, dann ist alles cool. Aber wenn du das nicht kannst, dann bist du ein Betrüger, ganz einfach. Ja, ich kann Ihnen unsere Bankdaten schicken und dann schauen Sie bei Bilderlinks, dass unsere Bank von FCA reguliert ist. Also das gibt eine Lizenz da. Ich will nicht deine Und das war's. Bankdaten. Das ist Ich will alles, ja, das ist alles, was Sie machen Handelsregisternummer. muss. Du bist in Das Deutschland, du ist musst alles, eine was Sie machen kann. Handelsregisternummer haben, wenn du in Deutschland Ja, eine Firma betreibst. Ganz einfache haben wir Sache. schon, aber ich muss das nicht zu irgendwen schicken, Na also doch, zu je. das ist Legitimierung. Nein. Das ist so wie ein Nein. Dienstausweis. Sonst kann ja Nein, jeder darf sagen, das hier, ich nicht machen. rufe, ich bin eine Firma, ich bin eine Bank, gib mir 250 Euro. Da kann ja jeder Idiot anrufen, verstehst du nicht? Ja, kann, ich verstehe schon, aber ich muss das nicht machen und darf das nicht machen. Du darfst nicht öffentlich zugängliche Daten deiner Firma mitteilen. Meinst du, das macht euch seriöser? Ja, also normalerweise die Kunden einfach haben eine Probezeit, dann schauen sie, dass sie was verdient haben, probieren sie das alles auszahlen und danach sagen die schon. Aber wenn sie schon am Anfang sagen, dass schick mir ein Bild oder sowas, dass sie kein Vertrauen haben, das, dann ist es nicht mein Problem. Ja, Vertrauen muss man sich Und verdienen. wenn Du kannst doch nicht irgendwo anrufen und blinden Gehorsam und Vertrauen verlangen. ich rufe nicht irgendwo an, Doch, du also hast ich rufe in irgendwo Deutschland an. angerufen. Ja, in Deutschland hast dann keine Handelsregisternummer und hast auch keine BaFin-Lizenz. Und bist damit Habe ich das ein... nicht gesagt? Ich habe es nicht gesagt. gib her! Ich habe. Dann gib Ja, her! für was? Du kleines Damit Sie einfach Trommeläffchen. anschauen? Ja klar, damit ich Na, anschauen kann. ebenfalls. Dann entschuldige ich mich, Und was? wenn ich sehe, Und was ist passiert dann? legitime Firma. Investieren Sie dann, oder was? Nee, dann lösche ich mein Video wieder, wenn du legitim bist. Dann lösche ich mein Video. Ja, ich. Ja, Sie können mit dem Video alles, was Sie wollen. Das mache ich sowieso, da brauche ich deine Erlaubnis nicht für. Das ist Pressefreiheit. Okay, dann sagen Sie Name von Ihrem Kanal. Telefonziege. Telefonziege. Ja, wie die Ziege, wie der Ziegenbock. Der rammt dir seine Hörner in den Hintern. Okay. Video kommt am Samstag. Und wie viele Anrufe haben Sie schon? Anrufe heute 7800. Oder meinst du Aufrufe? Na, Anrufe, also von solche Firmen. Ach so 400-500 am Tag. Und ich habe, was habe ich so, Verstehe ich, verstehe. 400 Videos ungefähr habe ich oben. Ja, weil Sie bei uns registriert haben, dann haben Sie keinen Kontakt gehabt, dann haben wir das so gemacht, dass wir das Ihre Daten weitergeleitet haben und jetzt bekommen Sie Ja, die also habt ihr gut weitere gemacht. Anrufe. Habt ihr gut gemacht. Ich freue Ja. mich über jeden Anruf, der kommt. Weil jeder Anruf ist ein potenzielles Video, wenn da einer dran ist, der eigenständig atmen kann. Also mit deinem Kollegen hätte ich es keine 40 Minuten ausgehalten. Ja, dann müssen Sie dankbar sein. Sagen Sie dann danke mir. Ich sag dir danke, wenn du mir deine Handelsregisternummer schickst. Ansonsten bist du einfach nur ein kleiner Betrüger, der jetzt eine Stunde Zeit Aber verloren hat. ja, aber für was? Wir haben so viele ausländische Mitarbeiter. Ich bin ein Betrüger. Für was brauchen Sie ein Handelsregister? Ja, wenn du sagst, du bist in Deutschland, du bist eine legitime Firma, dann hast du eine Ja. Handelsregisternummer, weil ihr Steuern Ja. bezahlen müsst und weil ihr in der Ja. Finanzdienstleistungsbranche arbeitet, müsst ihr eine Lizenz von der BaFin haben, der Bankenaufsicht in Ja. Deutschland. Wenn du das nicht Ja. hast, dann stimmt das, was du sagst, nicht. Ja, ich sag jetzt, dass Sie das haben und dann was sagen Sie? Sie glauben nicht. Ja, dann Aber beweise ich es muss mir. das nicht schicken. Ich darf das nicht irgendwo hinschicken. Ich darf das Das eigentlich. ist doch kein Ist mein Geheimnis. Job. Das ist eine öffentliche Nummer. Dann gib mir mal deinen Chef her, dabei. Chefe. Chef, Kapo, Manager, was auch immer du verstehst. Ja. Gib mal Für her. was? Na, der darf mir dann ja bestimmt die Handelsregisternummer geben, die ihr gar nicht habt. Ja, Sie sollten einfach in Novosibirsk registrieren, gell? Nicht in Bin Deutschland. ich doch schon. Im Februar Echt? gehe Und ich wie dann in geht's? mein Haus beziehen. Das wird jetzt gerade gebaut von polnischen Fachkräften. Okay, und wie läuft's so? Das läuft gut. Okay. Das Geile ist, im Winter brauchst du halt keinen Kühlschrank da, verstehst du das? Und Winter ist fast das ganze Jahr, das heißt, du sparst viel Geld beim Strom. Legst die Sachen einfach vor die Tür, wenn die frisch bleiben sollen. Okay, gibt es in Novosibirsk viel Wodka? Natürlich. Damit werden die Okay, trinken Sie Heizungen da gerne, oder? betrieben. Da stellst du das Ventil ein bisschen auf, dann musst du das nicht mal trinken, um heiß zu werden. Okay. Okay, oh, ich kenne ein Wort, Salo. Ja, Salam. Gibt es bei euch? Na, nicht Salam, Salo. Also kein Kannst du Arabisch oder Speck. was? Weil vorhin hast du auf das Salam Aleikum hast du auch reagiert. Na, weil Sie sind nicht aus Deutschland, deswegen hat er gesagt Salam Aleikum. Nee, das habe Damit ich wir schon gesagt. Er so. hat das verstanden, du aber ja auch. Ja. Sprichst du Arabisch oder was?
Na, Polnisch nur. Ach so. Na, hätte ja sein können. Wenn wir hier schon so multikulturelles Treffen haben, hätte ja auch sein können, Ja. dass noch ein Bruder aus dem Mittleren Osten dabei ist. Ja, kann sein, aber ich komme alleine. Du kommst alleine, ja, ich auch. Wo wollen wir uns denn treffen? Du bist in München, ne? Sollen wir Wo sind Sie? Berlin-Alexanderplatz am Sonntag machen wir Interview? Okay, kann man schon machen, aber Sie schaffen das nicht. Was schaffe ich nicht? Interview zu machen? Doch, ich habe geile Kamera, gutes Mikrofon, eine heiße Kamerafrau. Ja, Kamerafrau. Ja, klar. Oh, dann komme ich hundertprozentig. Ha, die darfst du aber nicht anfassen, ich sag's dir. Doch, wieso? Was bist du auch noch ein Grabscher? Nicht nur ein Telefonbetrüger, auch noch ein Grabscher hier. Solche Leute Nein, ich haben wir bin ein ja normaler besonders Mensch. gern. Bist du ein Delfin Ja, zufällig? ist es was, keine Ahnung, was ist passiert? Also, ist es nicht gut, dass Sie ein Interesse mit so Mädchen zu kommunizieren habe? Was, Mädchen? Ach, so einer bist du. Auch noch Pedo oder was? Alter, es wird ja immer Na, Pedro. schlimmer. Die Abgründe werden ja immer tiefer. Scheiße, gleich bist du im Erdkern angekommen, im Niveau her. Aber schneiden Sie das nicht aus, dass Sie mir gesagt haben, dass Sie von hinten mein Bild schicken muss? Nein, Also natürlich nicht. schneiden Sie. Ja, dann verstehen Ihre Leute, dass Sie auch so mit Ihrem Kollegen zusammenarbeiten. N Ja. nicht nicht nu Der nur mit Videos. Kollege, war ich auch. Weil du, ich kann auch so tun, als ob ich eine ändere, weil du, hattest die ganze Zeit mit mir gesprochen. Verstehst du? Das ist einfach nur ein Trick. Gottheit, du die getroffen? Ja, du hast die ganze Zeit mit mir gesprochen, Benjo. Such dir eine richtige Arbeit. Du kannst bei Sie Indien reden. kommen, du kannst Kuhstreichelungen machen. Right. Hast du das verstanden? Wenn du was Sinnvolles tun Habe willst, ich geh auf eine verstanden. spirituelle Reise nach Indien, entschuldige dich bei der heiligen Kuh und knie auf deinem Weg dahin vor jedem Haus nieder und entschuldige dich bei den Leuten für 4 Jahre Telefonbetrug, Verarsche und Belästigung von Frauen. Dann wird dir vielleicht vergeben werden. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Gott, Gott, ehrlich. Gott, Gott. Dann mach Okay, dein viel Glück Kündigungsschreiben dann. fertig und schick Ja? mir mit dem Kündigungsschreiben noch die Handelsregisternummer, weil wenn du gekündigt hast, ist ja egal, ob du das nicht rausgeben darfst. Verstehst du, Okay, schicke ich Fuka? überhaupt heute. Alles Okay, klar, super. Kurwa, mach mal. Ciao, Wiedersehen. Bis dann, du Depp. Wiedersehen, Depp. Ja, bis dann, du EZB-Mensch, kriegst Beförderung. Was eine Witzfigur. Ich habe die E-Mail ja ins Titelbild gepackt. Europäische Zentralbank. Mein Name ist Mark Stein. Leerzeichen vor dem Punkt und meine Güte. Ich dachte eigentlich, okay, ist mir zu blöd. Ich ärgere den jetzt noch ein bisschen, damit er auflegt. Aber der hat sich jetzt ja wirklich fast eine Dreiviertelstunde mit mir unterhalten. Jetzt hattet ihr mal wieder was von eurem lieben Dimitri. Ich konnte mal wieder ein bisschen abragen. Ja, viel Spaß. Wir hören uns, Freunde. Bis zum nächsten Mal.